Ja, 1,15. Okay. Dann haben wir ja hier das... das passt nicht. Oder? Von der Größe von Jäger passt das, glaube ich, nicht, wie der da drinnen steht. War, glaube ich, oben gut drin. Gut gemacht, Spyro. Sieht aus, als wärst du für eine größere Herausforderung bereit. Wie wär's mit Paragliden? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Ich und Höhenangst. Hm. Das Paragliden versuchen, das machen wir. Klasse! Ich zieh dich hinter meinem Schneemobil her und du steuerst durch die Ringe. Verpass keinen, sonst müssen wir von vorne anfangen. Ja. Flieg durch die Ringe. 4 von 5. Okay. Ja, das habe ich damals eigentlich ganz gerne gemacht. Ich hoffe mal, dass das so bleibt. Tatütata. Da kommt schon der Krankenwagen. Oder Feuerwehr. Anders. Das ist anders. Das ist länger, glaube ich. Also. Weiter so, Spyro. Du bist ja noch besser als ich. Da gab's, ich meine, im Original gab's nur. Hätte es nur eine Position gegeben, an der man so merkwürdig mittig fliegen musste. Und das waren hier 3 oder mehr. Das war irgendwie anders. Gut, dann hätten wir hier alles. Dann hauen wir uns in... machen wir den Magma-Kegel noch? Wir gehen auf jeden Fall mal rein. Und auf dem Weg dahin überlege ich mir noch, ob wir den Magma-Kegel machen oder nicht. Was haben wir denn dann noch? Ein Level fehlt noch. Ach hier, die schattige Oase. Stimmt ja. Und dann können wir schon gegen... Schluck? Heißt der Schluck? Crush und Schluck, genau. Oder Galb. Whatever. Können wir dann gegen den schon antreten. Aber wir machen jetzt erstmal die anderen beiden Level. Beziehungsweise mal gucken, ob wir die machen. Mal sehen. Der Magma-Kegel. Ich muss auf jeden Fall erstmal hören, ob es in der Musik dieses... ob es das gibt. Hui. Hui. Die haben sehr, sehr süße Öhrchen. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis das kommt. Ach komm, wir machen das Level einfach. Und danach machen wir dann Schluss. Erzähl mal. Hallo Spyro! Du bist bestimmt wegen der Party hier. Die fällt aus, weil die doofen Erdformer den Vulkan ausgelöst haben. Das sind Erdwürmer. Das sind keine Erdformer. Erdformer hört sich ja an wie Transformer. Ey, Doofkopf. Hallo.
Das hört sich sehr merkwürdig an. Das hört sich gar nicht mehr so tief an. Als ob die das irgendwie vergessen hätten, dann Pitch zu ändern. Sehr spökig. Stimmt, hier unten war ja, glaube ich, was. Genau. Die wollen wir natürlich nicht hier liegen lassen. Ich bin mal auf das Popcorn gespannt. Dieses Eispopcorn. Aufs Maul! So. Können wir, glaube ich, jetzt direkt schon machen, ne? Machen wir, glaube ich, direkt. Ist nämlich... vielleicht... scheiße, ich weiß es nicht. Ab nach unten. Hui. Hier ist nix. Der gute Mann hat zwei Edelsteine. Edelsteine. Zwei Kugeln für uns. Aber die Höhle sieht sehr schön aus. Die gefällt mir. Schön blaues Eis. Mit Grün. Wunderbar. Hey Spyro! Sieh mal, was ich für eine coole Höhle entdeckt habe. Spielen wir ein Spiel. Ab und zu platzt Kristallpopcorn aus dem Boden. Wer zuerst 10 Stück erwischt, gewinnt. Los geht's. Bereit, wenn du es bist. 3 von 5. Ne. Also Popcorn sieht sehr schön aus, das gefällt mir. Aber, doch, haben sie doch gemacht. Ach du dummer Penner, du. Ja, vorbeigelaufen. Ja. Du bist echt schnell, aber nicht so schnell wie ich. Was meinst du? Willst du es noch einmal versuchen? Ich muss mich hier erstmal einspielen. So. Und das Blöde ist auch, wenn die wieder reingehen, dauert es hier irgendwie total lange, bis die von da aus weitergehen. Gemopst. Achso, weil ich dem einen geklaut habe. Aha. Einer noch? Super. Okay, du gewinnst. Hier ist deine Kugel. So, habe ich gerade gesagt. Ich meinte natürlich super. Also, der war schon recht knackig. Ich gebe dir noch eine Kugel, wenn du nochmal gewinnst. Diesmal geht es bis 15. Was meinst du? Bereit, wenn du es bist. Also das war jetzt im Original sehr knackig, was jetzt kommt. Ist auch 5 von 5, mal sehen. Fährt nicht weiter. Warum? Das ist so dumm. Meiner. Mist.
ficken, ey. Sind alle gesagt, ne? Da. Scheiße. Ja, genau. Ah, super. Du bist echt gut. Ich muss mir wohl schwierigere Spiele ausdenken. Nimm erstmal diese Kugel. Die hast du dir verdient. Okay, das war ganz angenehm vom Schwierigkeitsgrad her. Aber ich glaube auch ein Ticken einfacher. Und wo ist denn das? Da ist der Ausgang. Na gut. Ist auch schön, dass sich gerade die Musik geändert hat. Von so herausfordernd in... Ja, ich düdel jetzt mal hier weiter rum. Und die sind schneller als im Original. So, macht der weiß ich nicht. Ne, das war der noch nicht, das war der nächste, der mit dem... Die Musik ist so komisch. Leider auch nicht. Och Mann. Ach Leute, was macht ihr denn? Ich kletter mal hier hoch. Ich weiß, dass hier noch Edelsteine fehlen. Aber von hier oben habe ich halt den besseren Ausblick, ne? So, da sind noch welche. Da sind ein paar Leben. Ein paar viele Leben. Drei nämlich an der Zahl. Haben wir jetzt drei Leben bekommen oder nur eins? Ach egal, wir haben eh 40. Ach, da vorne. Schwapp das. Ich wollte gerade fragen, wo stehe ich hier zur Hölle nochmal? Da wollte ich eigentlich hin. Das blubbert hier so. Was haben wir da drin? Ein Zehner? Oh! Nicht nur einen Zehner. Hier liegt nix. Gut, dann müssen wir jetzt noch da vorne hin. Haben wir hier? Ja, sind wir gerade hochgegangen. Dann müssen wir noch hier rüber. War hier noch was? Ja. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Also zurückgeguckt habe. So. So. Stellen wir uns direkt hier hin. Ach, da war nur einer drin. Na gut. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was. Und dann sollte dieser Bereich eigentlich fertig sein. Sparks. Ach, Sparks. Oder? Hast du alles? Ja, wir müssen eh... Da vorne hoch. Da vorne links. Oh, guck mal, hier haben wir zwei Stück liegen lassen. Gut, dass ich da nochmal lang gegangen bin. Was ist das denn? Achso, das ist so Graszeug. Ja, dann ab nach oben, ne? Oh, meine Nase hat schon wieder gejuckt. Hallo, Spyro. So, dann kriegst du ein bisschen... Asche von uns? Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist, der Aufzug im nächsten Raum bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen, so oft du willst.
200, ja. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Steig einfach in den Aufzug, dann bringt er dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig wieder ein. Jupp, läuft. Ab nach unten. Ach, guck mal. Da haben sie jetzt was dran gebaut, damit es wenigstens so aussieht, dass es nicht schwebt. Interessant, gefällt mir. Okay, jetzt kommt wieder was Blödes. Das mag ich nicht so. Also mir geht's jetzt erstmal hier rum. Ja, eigentlich brauche ich nicht hier unten zu gucken. Ich guck trotzdem. Gottes Willen. Okay. Ja, dann fangen wir mal das Klettern an, ne? Nee, Moment. Dann waren wir doch mal mit. Oh, das war schon knapp, ne? Halt dich fest, Spyro. Halt dich fest, Spyro. Ich krieg das nicht geschissen, ne? Ich. Anstatt dass ich dann auf der Seite bleibe. Ah. Ach, wo fällst du denn nicht? Oh. Aber ich wollte gerade sagen, hat sich etwa die PlayStation aufgehangen, aber nein. Was mich jetzt mal gerade wundert. Wo ist denn der Deckel? Weil das sah so aus, als ob das. Na egal, ich mach das einfach auf die normale Art und Weise. Klettern wir halt hier wieder rum. Von mir aus. Es sah halt so aus, als ob das bis nach ganz unten gehen würde. Das zum Klettern. Dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Hier wurde es etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Wie sieht der aus? Achso, das ist hier der Vulkan. Ich dachte, das wäre so ein Partyhut gewesen. Ein Partyhut. Okay, dann können wir jetzt hier runter und ganz viel Spaß haben. Nicht. Hey Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Partyhüte können wir nicht feiern. Schieß die Lava-Monster ab. 5 von 5? What the fuck? Die haben keine Augen. Warum haben die keine Augen? Das ist eine wichtige Frage. Warum haben die keine Augen? Das ist gruselig. Ja, machen wir den anderen hier auch noch direkt fertig. Die muss ich mit den Dingern abschießen, ne? Sollte mal vielleicht mein Dingsbums aufladen. Weil das war für mich gerade so, ja, du hast nun endlich davon. Viel Spaß damit.
Da. Lass mich doch mal in Ruhe. Ach, der kann so schön senkrecht nach oben fliegen, ne? So, neu aufladen. Wie viel fehlt uns denn noch? 2. Da ist einer. Ach komm, Spyro, Spyro, Spyro. Spyro, Spyro. Baut doch nur so ein Ding, ey. So, und der eine noch da oben. Sektglas in der Hand gehabt. Danke, Spyro. Du hast die Party gerettet. Hier, das war unter den Käsebällchen. Hätte mir fast einen Zahn daran ausgebrochen. Das müssen aber ganz schön riesige Käsebällchen gewesen sein. So, Edelsteinsuche. Edelsteine. Was war das? Das sah aus wie eine Wand, die man kaputt machen konnte. Was ist da? Da ist noch was. Ah, und wir haben alles. Wunderbärchen. Wo ist das Ende? Da. Prozent. Da wollte ich hin, genau. Ja, das ist nur noch die eine Strecke und die Gegner. Da gibt's mehr, gibt's sonst nichts. Ja gut, dann ab nach Hause. Das war auch anders, glaube ich. Also es war nicht... Also das war jetzt aus Versehen. Ich meine, das andere wäre absichtlich gewesen. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Gut, dann haben wir jetzt noch die schattige Oase vor uns mit den süßen kleinen Liebpferdchen. Die wir auch nicht zu 100% erfüllen können, da wir dort den Kopfstoß brauchen. War auch anders. Aber egal. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal in der schattigen Oase wieder. Ich hoffe, euch hat das die heutige Aufnahme gefallen und jo, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!